Der ist seit 2004 in Restauration. Mhm. Nicht bei uns, beim Vorbesitzer. Ach, das sollten wir vielleicht jetzt auch noch sagen. Das ist ja ganz interessant. Das ist eine Zustiftung zur Sammlung. Richtig. Weil der Restaurator schwer erkrankt ist und den nicht zu Ende führen kann. Hat er jetzt Jahre dran gearbeitet. Und also, vielleicht zur Erklärung. Wir sind ja in einer gemeinnützigen Stiftung hier unterwegs. Und wenn ein solches Fahrzeug hierher kommt, dann ist das eine Zustiftung. Richtig. Und wird also praktisch in die Sammlung aufgenommen. Genau. Muss man da noch mehr zu wissen? Nein. Nein. Okay. Aber ich glaube, da ist jetzt ein Rattenschwanz an Arbeit hinter. Ja, oder? Das sieht so aus, aber so ganz so schlimm ist hoffentlich nicht. Naja, ich meine, wenn jetzt jemand da rangeht, wie du, dann sagt er, nee, das ist nicht so schlimm, aber er muss lackiert werden, er muss also Innenausstattung, der Motor muss natürlich ans Laufen kommen. Und wenn wir uns gleich die Spaltmaße dieses Fahrzeuges jetzt angucken, ich glaube, dann wird manch einer sagen, oh, sehr, sehr, sehr ambitioniert, was sie da vorhaben. Es ist fast eben. Also so fangen Projekte an hier im Museum. Das war nicht mal unten fest. Nee, unten ist noch nicht fest. Naja. Aber innen drin ist er jetzt stabil? Ja, ja. Und jetzt kommt unten die Kante dran. Nee, warum? Die passen jetzt noch nicht? Nein, auf dem Boden steht. Ach so, wenn er jetzt auf dem Boden steht, dann ist das genau passend für den. Ist der Spalt wieder in Ordnung? Einmal runter, ich rede mal rein. Aufhören, aufhören, aufhören! So, wir machen die Karosserievorbereitung für die Lackierung und der Dieter macht jetzt hier was? Ich nehme die Schrauben raus, das sind die Kreuzschlitzschrauben und die Kreuzschlitzschrauben, die gab es damals noch nicht und die tauschen wir wieder aus gegen die originalen. Mhm, okay, wir haben hier unter, das muss man erklären, da ist ein Escherrahmen jetzt drunter, richtig, also Holz. Richtig, wir haben da einen Holzrahmen und diesen Holzrahmen wird dann eben der Stahl hier befestigt. Das heißt also, das ganze Fahrerhaus ist quasi aus Esche? Alles Eschenholz, ja. Und wir haben hier nur Blechtafeln drauf, ist das richtig? Richtig, genau. Okay, dann schrauben wir die jetzt mal raus und heute ist so ein bisschen das Ziel, dass wir Füllergrund draufkriegen, wenn wir so weit kommen. Richtig, ja? EP ansonsten heißt das, was da drauf kommt, das ist eine Rostschutzgrundierung. Ja. So, wir haben jetzt den Wagen jetzt hier so in silberner Optik. Das heißt also, ihr habt ganz ordentlich geschliffen. Ja, wir haben sämtliche Lacke und Grundierungen, die hier drunter waren, Füller, Rostschutz, alles runtergeschliffen. Denn wir wissen ja nicht, was für ein Lack dort alles drauf war. Und um das eben wieder neu aufzubauen, das heißt also erste Lackschicht, alles, was zueinander passt heute, also modernere Lacke. Modernere Lacke heißt natürlich heute, ist ein ganz anderer Aufbau. Wasserlack basiert? Das wissen wir noch nicht, ob ein Wasserlack draufkommt. Wir werden auch höchstwahrscheinlich diesen noch in Acryl- oder Kunstharzlack bekommen, dass wir den hier drauf machen dürfen. Nur mal so als
Blick in die Zukunft, das wird wieder eisblau oder so ähnlich. Er wird wieder eisblau, wie er original damals war. Okay. Ja. Der Wagen wurde vorher auf dem Rahmen Motor, Getriebe, Achsen montiert und die Karosse stand daneben und man hat die Karosse dann eben einzeln bearbeitet, teilweise schon Schweißarbeiten vorgenommen und dann später hat man sie vereinigt, also die Karosse auf den Rahmen gesetzt ja. Und siehe da, wir haben hier Türspalte gehabt von 7 cm. Das war allerdings sehr eindrucksvoll, muss man sagen. Ja. Also auch wenn er jetzt hochgehoben wird, der ist ja jetzt eben auch hier an der Stelle, steht er jetzt noch so teilweise auf den Rädern. Das heißt also, er kann wirklich erst beurteilt werden von den Spaltmaßen, wenn er selber auf den Rädern steht, richtig. In den Federn steht. Richtig, wenn er jetzt wieder auf den Rädern steht, sind hier die Spaltmaße alle gleichmäßig. Ne? Die 7 cm, wir haben die Karosse hier hinten wieder auseinandergeschnitten und haben dann wieder passend zusammengeschweißt, also eben heute, wenn der Wagen so da steht, auf allen 4 Rädern, dass die Spaltmaße stimmen. Was ist da passiert? Also der Kotflügel war als Ersatzteil nicht maßgerecht oder passgerecht. Richtig. Der ist ja aus mehreren Teilen zusammengesetzt, wie der Dieter gerade schon gesagt hat. Und er hat bei der Verschweißung hier, das ist hier einmal, diese Ecke wird angefertigt, dann wird dies angefertigt und dann das Innenteil hat er eine Außenwölbung gehabt. Ja. Und darum mussten wir den jetzt hier wieder aufschneiden und den wieder in Richtung bringen. Das heißt, wenn wir jetzt so ganz scharf dran hergucken, also ich mache das jetzt mal. Dann siehst du, dass das eine Flucht ist. Dann ist das eine schöne Linie jetzt wieder. Und so war er da vorher, 5, 6 mm war es nach außen gewölbt. Ja. Beidseitig. Prima. Das heißt also, metallisch blank. Als nächstes würde kommen, welche Schicht für den? Als nächstes kommt EP drauf, ist eine Rostschutzgrundierung. Ja. Und auf dem EP wird dann nachher der Lack weiter aufgebaut mit Füller, Füllspachtel und Lack. Wie wird das jetzt aufgetragen? Wird das gespritzt? Auch. Wird gespritzt. Mhm. Und der Füller dann wird wie? Wird auch alles gespritzt. Man macht jetzt den EP drauf. Ja. Dann muss das ganze Auto wieder durchgeschliffen werden. Ja. Und dann kommt Füller drauf, Schleifen, Spachtel, eventuell Spritzspachtel, aber da wollen wir wahrscheinlich nicht hin. Wir werden das so hinbekommen, weil Spritzspachtel ist ja dann auch wieder eine zusätzliche Schicht, die ein bisschen dicker ist. Ja, da wollte ich gerade nachfragen, wie dick werden denn diese Schichten? Das heißt also, wird das denn hinterher so, sag mal, so massiv oder? Nein, so dick werden die Schichten nicht. Was sprechen wir da? Vom Mühe? Vom Mühe, wie viel Liter, wie viel wird das sein? 200 insgesamt, das ist quasi heute wie heute eine Lackierung von einem, sag mal, Qualitätsauto, sagen wir mal. Ja, also die anderen haben so bis 100 Mühe oder so und vielleicht ein hoherwertiges Auto hat vielleicht bis 200 Mühe oder so. Und so ähnlich wird das denn hier auch wieder. Ja. Das können wir dann nicht nach. Ist aber nur zu erreichen, wenn wir keine Spritzspachtel drauf machen. Okay, das können wir dann wieder. Also sich sind wir jetzt dafür gut vorbereitet. Das heißt, ihr habt alle Unebenheiten an sich beseitigt. Ihr habt eine gute Spaltmaßoptik. Wo geschweißt worden ist, das habt ihr wieder geglättet. Also das ist wieder geglättet und wenn der EP drauf ist, dann wird noch gespachtelt. Die Unebenheiten rausgespachtelt und dann wieder runtergeschliffen. Und weil der Füller, wenn der aufgetragen wird, muss die Fläche gespachtelt sein. Fertig zum Lackieren. Jetzt steht er hier einfach hier so hier rum und wir haben jetzt nicht alle Vorbereitungen letztendlich gesehen. Aber ich weiß, dass also eine massive Arbeit jetzt da drin steckt in dem Auto. Was war denn so die größte Herausforderung, um jetzt diese Karosserie wirklich bis zu dem Status zu bekommen, wie er heute oder zum Zustand, wie er heute hier steht? Ja, die größte Herausforderung war natürlich, weil der ja schon mal falsch zusammengeschweißt wurde, dass wir der Teile wieder raustrennen mussten, das Hinterteil, um den hinten zu heben, damit wir die Spaltmaße hinbekommen und natürlich diese Kotflügel, die Verlängerung dementsprechend auf dieses Spaltmaß wieder. Also wir haben einen Rahmen und die Karosserie steht auf dem Rahmen. Die Karosserie ist ja runtergenommen geworden vom Rahmen. Ja. Und ist auf Böcken geschweißt worden. Wir müssen so ein bisschen in die Kamera gucken. Somit hatte er natürlich die Grundform von den Halterungen nicht mehr, oder die Befestigungsstücke, wie der angeschraubt wird. Der stand also auf falschen Höhen, könnte man sagen. Der stand komplett auf falschen Höhen. Ja, und das haben wir jetzt, das ist jetzt beendet. Das haben wir alles korrigiert, dadurch, dass wir den natürlich aufgeschnitten haben und das als Fahrer, das Chassis komplett ausgerichtet haben zum Fahrwerk. Okay, und danach konntet ihr jetzt sozusagen die Türen, die sonstigen Anpassungen, das Dach hinten an der Heckpartie und so weiter, konntet ihr anpassen? Richtig, da wo das
soweit geregelt war, konnten wir dann die Türspalten anpassen, die Kotflügel dementsprechend anpassen mit dem Streifen, den wir hier reinschneiden mussten und verlängern mussten, damit die Kanten hier alle passen. So, Mikrofon haben wir auch. So, ich glaube, ich habe es eingeschaltet. Ich gehe mal davon aus, die Kamera läuft. So, wir müssen noch was zu diesem Schiebedach sagen. Wenn ich mir das Schiebedach hier so angucke, sind das ja auch wie so kleine Wellen hier. Was ist eigentlich da passiert? Das ist ja irgendwie nachträglich reingekommen. Ist das richtig? Ja, wir haben hier das Werksausstellungsfahrzeug, was auf allen Messen eben vorgestellt worden ist. Und wenn mit der Zeit etwas Neues kam, dann hat man das nachgerüstet. Und somit ist auch das Schiebedach vom Werk nachgerüstet worden. Also das Werk hat hier gearbeitet. Richtig, ja. Das ist also kein Schiebedach, sondern es ist mehr ein Schiebefaltdach. Das faltet sich so auf. Und das ist eben nachgerüstet worden vom Werk her. Mhm. Damit eben das Neueste, was man dann eben hatte, wieder auf der nächsten Ausstellung zeigen konnte. Und das wurde dann quasi in den nachfolgenden Baujahren dann angeboten, oder? Es wurde dann angeboten, dass auch der Kunde es haben konnte, entweder als Coupé oder hier eben mit Schiebedach oder eben als Cabrio. Die Fahrzeuge waren immer als Cabrio eigentlich vorgesehen, denn wir sehen auch hier, das ist ein Aluminiumdach, was draufgekommen ist, was nur über Holz mit dem Rahmen verbunden ist. Also hier haben wir wieder den Escherahmen. Richtig. So, und hier fangen wir jetzt an mit Aluminium. Ich sehe hier, hier ist also bis runter. Ab bis hier unten. Das ist alles Aluminium. Das muss man ja sagen, ich meine, wenn wir hier mal so die Kamera draufhalten, das ist ja sehr filigran, ne? Das ist sehr filigran, ja. Mhm. Hat teilweise einen Aluminiumkern, ein ziemlich massives, gegossenes Teil, was hier drin sitzt, und da sind die anderen Teile sozusagen drüber und angearbeitet worden. Also wir haben ja sowieso sehr viel Glas hier. Ja, keine Habt ihr schon B-Säule. Mal probiert, keine B-Säule? Nein. Das heißt, die kann man denn auch hier runterkurbeln, oder? Richtig, ja. Nein, das hintere Scheibe kann man nicht versenken. Kann man nur nach innen klappen. Okay, ja. Habt ihr dann schon probiert, dass die Fenster hinterher passen, die ihr habt? Hier jetzt nach diesen Arbeiten, die wir gemacht haben, noch nicht, aber das war vorher alles schon fertig montiert. Ah, okay. Das heißt also, die Dichtung und so weiter, das war alles schon drinne. Das habt ihr jetzt das noch? Das haben wir jetzt, ja, das haben wir auseinandergenommen und jetzt eben überarbeitet. Das hat also vorher alles gepasst und wir haben ja keine Veränderung hier vorgenommen. Wir haben ja nur Schweißarbeiten unten vorgenommen, hier oben nicht. Von daher müsste das alles wieder so passen. Okay, heute steht also Karosserievorbereitung an und du machst jetzt hier die Reihe hier mit den Schlitzschrauben. Genau. Hier. Wir nehmen die Kreuzschlitzschrauben wieder raus und es kommen wieder normale Schlitzschrauben rein. Okay, prima. So, ich steige mal ein ins Auto. Tatsächlich, es trägt mich. So, ich sitze jetzt sozusagen. Ich bin nicht gut im Bild. Das macht nichts, weil der Protagonist muss ja im Bild sein. So. Jetzt gucken wir mal in das Innere des Autos und der Dieter hat sich so ein bisschen hier vor die Tür gestellt und jetzt sieht man erstmal, wie dieser Aufbau ist. Die Blechtafeln sind bei der Karosserie auf einem Escherahmen. Ja, wir haben einen Holzrahmen, teilweise mit Metall verstärkt, aber eben kompletter Holzaufbau, die ganze Tür bis auf die Außenhaut, die ist dann hier aus Stahl. Hier haben wir einen Stahlaufbau, nicht aus Aluminium wie der Rest des Autos, wie Hauben oder so etwas, aber Türen in diesem Falle sind Stahl. Ne? Man hört es vom Ton her, es ist ein heller Klang, während Aluminium dumpf klingt. Ne? Ein Eschenrahmen und hier werden dann weiter eingehängt die Fensterscheiben, der Rahmen dazu, das wird jetzt hier noch montiert. Die gesamte Montage, um das Fenster zu kurbeln, ist jetzt schon drin, sehe ich hier die Schere. Das ist schon richtig, das ist schon drin. Ne? Nur die Scheiben werden eben nach dem Lackieren dann wieder montiert. Das habt ihr jetzt auch alles so gelassen. Ich sehe, die Scharniere habt ihr, glaube ich, neu angepasst oder neu befestigt. Ja. Hier sind neue Holme reingekommen. Die sind aus Holz, Stahl verstärkt, aber eben Holzrahmen und das wurde alles neu angepasst. Also sieht man doch schon mal, das ist eine ganz andere Fertigungstechnik, als wenn man heute so ein Industrieprodukt oder so hat. Ja. Also das wurde wirklich so in der Manufaktur, also handgearbeitet hergestellt. Ja. Und das sieht man auch. Es sind ja auch nur 650 Autos hergestellt worden und die sind alle in Handarbeit gemacht worden. Immerhin, ne? Immerhin. Ja. Also. Ja, ja. Man sagt also, von den 650 Karossen gleicht keine Karosse der anderen. Dadurch, dass sie alle mit der Hand gefertigt worden sind, ist also jede etwas abweichend.
Wenn man so einen Oldtimer bekommt, dann achtete man ja immer auf die gesamten Teile, die es heute gar nicht mehr gibt. Wenn wir hier auf diese schönen Armaturentafel und so weiter schauen, da haben wir noch Ersatzteilbedarf oder ist alles da? Es ist alles vorhanden bei dem Auto. Der Vorbesitzer hat größtenteils alles zusammengekauft. Das ist also alles teilweise in neu, sogar da, neue verchromte Stoßstangen, Rahmen für die Lampenträger, alles da. Neue Chromrahmen um die Lampen herum, alles da. Ich sitze hier jetzt so ganz entspannt hinten. Ist das hinterher ein Chauffeursauto, dass also vorne weniger Platz ist und hinten mehr? Also wenn ich mich jetzt hier so ausbreite, ist das für mich ja jetzt hier sehr bequem. Aber ist das hinterher an sich eher vorne, ist das ein Fahrerauto oder ist das ein Chauffeursauto? Nein, das ist also ein Fahrerauto. Man wird auch hinten viel Platz haben, auch vorne sehr viel Platz haben. Also nicht so wie beim Rolls-Royce oder so der älteren Generation oder so. Dann sind wir ja eher so in den Vorkriegszeiten. Aber hier, das ist schon also praktisch für den Eigentümer und für den Selbstfahrer bestimmt. Genau. Okay. Wir sehen unten schön die Pedalerie mit Alvis draufstehen und so weiter. Alvis, muss man sagen, war in der Zeit ja eine Luxusmarke und das war schon, wer ein solches Auto hatte, der hatte schon was Ordentliches in der Garage stehen. So ist es. Mit welcher Marke kann man das ungefähr vergleichen in der Zeit hier? Alvis hier schön mit dem... Ja, Auto. Also vom Preis her sicherlich mit Jaguar. Ja. Das war so sicherlich die Konkurrenz dazu. Das Symbol ist dieser Vogel. Ja, das hat sich dauernd geändert. Vor dem Krieg hatte man auch Kühlerfiguren als Vogel vorne auf der Haube. Dieser Wagen hat vorne keine Kühlerfigur. Die sind dann nach dem Krieg, ja, haben die Autos das nicht mehr gehabt. Ja, jetzt sind wir noch im Rohzustand. Wir haben also praktisch hier die Alukante hier so. Wenn ich mir das vorstellen muss, wer sattelt das hinterher wieder? Also wer macht die Innenausstattung? Ja, die Innenausstattung haben wir komplett schon da. Die ist neu gefertigt worden und die werden wir danach wieder reinsetzen. Ah ja, okay. Das heißt also Befestigungspunkte, ihr habt das alles dokumentiert beim Auseinanderbau. Wo saß das und wie ist das also praktisch... ja, zusammengebaut gewesen. Guten Morgen. Oh, wir bekommen jetzt Kuchen. Da müssen wir mal... Halt den mal hier so rein, hier so, damit wir den mal eben... Danke, danke. Ach, der hat heute Geburtstag. Danke. Nee, gestern. Gestern Geburtstag. Ja, kurz mal. Nur ganz kurz, deswegen. Ja, dann singen wir doch mal eben, ne? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Dieter. Happy Birthday to you. Ja, ja. Rück mal auf aus. Okay. So, wir hatten eben gesagt, dass es ja so bestimmte Stellen gibt, da bekommt man ja auch so... wirklich nicht, man kommt nicht so ganz in die Ecken, wo man alles letztendlich metallisch blank machen kann. Und da gibt es so Stellen, wie zum Beispiel diese Kofferraumkante, wo man da noch mit anderen Mitteln arbeitet. Stichwort Rostumwandler. Ja, hier arbeiten wir in der Falz hier unten. Wie Olaf schon gesagt hat, das passt nicht, da kommt man nicht rein. Da wird dann so weit freigemacht, wie man kann. Und dann wird der Rostumwandler reingestrichen. Und der Rostumwandler wird, wie man sieht, wenn er arbeitet und antrocknet, die chemische Verbindung herstellt, wird er schwarz. Ja. Und hier drauf kann man jetzt auf dieses Schwarze, wird dann EP gespritzt. Ja. Das heißt also, Sicken und Kanten sind an sich wie bei jedem anderen Auto auch, an sich immer die Stellen, wo es anfangen kann zu rosten. Richtig. Und um das hier zu vermeiden, um nicht eventuell auf Rost zu lackieren, machen wir also praktisch diesen, wir können es ja ruhig sagen, Brunox-Wandler drauf. Und dieser hat hier auch gleichzeitig eine Grundierung dann drin, ist das richtig? Das ist eine Grundierung und es fließt in die Kanten rein. Also in die Falzen, die jetzt hier zusammengepresst, geschweißt sind, gelötet sind, genietet sind. Da sitzt ja Hohlräume drunter. Und da kriecht das Brunox rein, weil es kriechfähig ist. Ja. Und verbindet dann unten drunter den Rost, den man praktisch nicht rausbekommt, wird umgewandelt. Wir arbeiten ja auch hier immer nur mit dem Auge. Die meisten sagen, mach es metallisch blank und dann kannst du wieder Grundierung drauf machen und dann ist alles gut. Richtig. Letztendlich in diesen Ecken geht das nicht so. Nein. Was muss man wirklich sagen? Das heißt also, man braucht hier
schon ein bisschen Chemie, wo man dann eben auch jeglichen Rost ausschließen kann, sodass man also praktisch keine Unterrostung wieder einarbeitet in das neue System. Ja, und man jegliches ausschließen kann und runter sich jetzt dran, wie weit das da wirklich die Möglichkeit hat, reinzukriechen. Wir können ja auch von der anderen Seite gucken. Ne? Ja, aber es ist doppelt. Also hier sehe ich auch, wir machen gleich mal ein Bild hier. Hier sehen wir auch ja, hier die ganze Kante, die geschweißt wurde. Das wird jetzt alles da noch mit bearbeitet. Ja. Also da kommt jetzt auch Brunox drauf, dann machen wir gleich noch Detailbilder. Und dann kommt da Farbe drauf und dann wird er abgespritzt. Okay. Mit Karosserie-Dichtmasse. Der Deckel jetzt hierfür ist auch Aluminium? Ja, ist auch ein Aluminiumdeckel. Der ist aber sehr passgenau. Der steht da an der Wand. Der ist in Form. Der ist in Form. Wir können ihn ja mal lose drauflegen, wenn du willst. Ja, mach mal. Wenn wir das schon angeboten bekommen hier, warte mal hier, Kabel, Mikrofonkabel, so, Achtung, nicht stolpern. Natürlich überhaupt kein Gewicht. Achtung, noch mal einmal, jawohl. Deswegen, wie das jetzt gerade angeboten, kein Gewicht, also wir legen mal den Deckel drauf. Moment, so ungefähr sieht er dann aus. Im Moment kann keine Verschrammung passieren, also wir haben alles metallisch blank hier. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Hier kann man sehen, dass er hier gesetzt zusammengeschweißt wurde. Das eine Hälfte, andere Hälfte ist hier runtergeschweißt. Also das ist sozusagen noch die Werksnaht hier. Mhm. Das ist die Werksnaht, ja. Hier sind hier so kleine Unebenheiten dran. Das heißt, das wird noch ein bisschen mit Spachtel. Das wird mit Spachtel ein bisschen ausgearbeitet. Okay. Also ihr könnt nicht jeden Zentimeter hier sozusagen rausziehen oder so. Das ist nicht möglich. Das heißt, auch mit dem Dengel hast du ja wieder neue Beulen drin. Man kommt ja auch stellenweise gar nicht dran. Da zieht man raus, so weit wie es geht. Und dann muss das halt eben gespachtelt werden, angespachtelt. Das ist aber keine Spachtelstärke. Das ist nicht sehr dick aufgetragen. Das ist nochmal eine gute Demonstration mit dem Deckel. Wir machen jetzt noch ein paar Bilder von innen, ein paar Fotos dazu. Okay, danke. Deckel wieder runter. Deckel wieder runter. Jawohl. So, das hattest du eben so schön beschrieben. Wir sehen jetzt quasi hier unten den Rohrrahmen, weil wir jetzt gerade hier hinten sind, sehen wir also praktisch noch den Rohrrahmen. Und das ist sozusagen das Gestell, wo die Karosserie draufsteht. Aufgesetzt wird. Und dieser Rohrrahmen dient auch gleichzeitig als Wagenheberaufstütze. Hier wird praktisch der Wagenheber reingeschoben, um den auch für Radwechsel hochzuheben. Das sieht jetzt so nach Normstahl aus hier so. Ja, das ist ein richtig massives Vierkantrohr, ne? Ja. Und was in den Rahmen mit verstärkt wird, das geht auch bis ziemlich weit runter. Ja. Ne, und da hängt der ganze, da wird das Chassis jetzt dann drauf gesetzt. Ist das jetzt hier der Anschluss schon für die Stoßstange? Ja, da wird die Stoßstange dran gehängt. Und dann in der Stoßstange ist dann eine Öffnung, wo ein Blindschopfen reinkommt, so wie bei den heutigen neuen Autos, die haben das ja auch. Wo man dann den Wagen hier reinstecken kann. Oder bei den neuen sind halt der Abschlepphaken wieder reingeschraubt. Ich gucke gerade hier so detailverliebt hier auf diese Seiten hier. Warum ist das denn hier so? Das ist hart gelötet. Ach, das ist hart gelötet. Das ist Hardcore. Die Bleche, die haben sie dann praktisch für die Rückleuchten in die Kanten reingesetzt und mit Hartlot verpunktet. Hier ist stellenweise geschweißt, Schweißpunkt. Und dann haben sie hier Hartlot genommen. Und das. Also das ist wieder werkmäßig. Das ist alles original vom Werk her. So, wir gucken erstmal nach dem Ergebnis unten auf der Erde. So, wir haben jetzt also den Zinkspachtel hier und wir gehen jetzt mal so drüber mit der Hand. Ja, das kriegt das zumindest schon mal richtig die Form hier. Okay, weiter geht's. Das heißt, du musst jetzt auch die Rundung schön hinbekommen da. Ja. Rundung, Innenkante. Wolfgang, du bist ja gelernter Karosseriebauer, ist das richtig? Autoschlosser und Karosseriebauer. Autoschlosser und Karosseriebauer. Also bessere Voraussetzungen gibt es hier nicht. Im Prinzip nicht. Aber die Materialien und Techniken ändern sich so ein bisschen, ne? Also ja, geringfügig, sagen wir mal so. Materialien, die mal verarbeitet werden, mittlerweile besser von der Qualität her und haben auch stellenweise ein ganz anderes
Vorgehensweise, wie man die verarbeiten muss. Aber das Auto ist im Prinzip gleich geblieben. Ja, okay, gut. Wo heute viel geklebt wird. Ja, das stimmt. Im Autosektor. Also kleben müssen wir hier gar nichts, auch die Scheiben nicht, ne? Die werden hier ganz normal in Gummirahmen. Alles Gummirahmen. Und das ist ja schön an dem Hobby. Fall ich euch hier nicht zu Last.